Der erste Dark Souls Charakter sowieso immer total verskillt ist bei allen, so, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich würde super gerne jetzt einfach mal wieder zurückgehen, ehrlich gesagt. Um zu gucken, ob ich da am Anfang, habe ich Dead Space gesagt? Ich meinte Dark Souls. Ich gehe jetzt mal wieder zurück am Anfang. Ich möchte gucken, ob ich diese Skelette vom Anfang, ob ich den jetzt, ob ich jetzt vielleicht ein Gegner für die bin oder ob die mich immer noch so wegrotzen wie am Anfang. Wir sind ja schon ein gutes Stück stärker geworden. Hallo, na? Geht's noch ein bisschen langsamer? Zack. So, gehen wir. Oh meine, wie gehen wir denn lang? Werte, die du erhöhen willst, kannst du bis Level 30 bringen. Danach sind die Erhöhungen nicht mehr so effektiv. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Ich danke dir. Bom. Welchen Plus hat der die Waffe? Ich glaube 4. Können wir eben nachgucken. Ne, 3. Und unser Claymore ist plus 2, glaube ich. Ja. So. Bis 40 ist okay, danach ist alles voll für den Anus, okay. Also. Wahrscheinlich bin ich absolut auf der falschen Fährte, aber einfach, weil ich neugierig bin, ob ich die jetzt mittlerweile gut besiegen kann, würde ich da sau gerne nochmal hingehen. Jetzt muss ich erstmal den Weg finden. Oder bin ich direkt hier? Guck mal, ich bin direkt hier. Hey, die Glocke. Glückwunsch, Random. What the fuck? Irgendwas schläft hier. Nur für den Fall, ich benutze mal das Leuchtfeuer hier unten. Damit ich hierhin gespawnt werde. Würde es sich eigentlich theoretisch lohnen, das hier auch mal mit der Menschlichkeit zu füllen und so? Frage, ob das jetzt jemand Böses ist, der pennt, oder jemand Nettes. Und schnarcht ins Mikro. Das kommt von da oben. Not sure though. Von wo kommt das denn? Da hinten oder was? Bist du das, der hier schnarcht? Nee, der sieht eher tot aus. Hi. Hm. Bist du da oben? Keine Ahnung. Naja, wir gucken mal, ob wir die Skelette mittlerweile besiegen können. Oder ob die uns immer noch zu weit voraus sind. Hier. War ich hier eigentlich schon mal draußen? Wahrscheinlich ist es einfach nur der Abgrund, ne? Ja. Okay. Es sollen am besten vor allem erstmal nur eins kommen und nicht 350.000. Ach, ich erinnere mich, die Viecher stehen ja immer wieder auf, wenn man die umhaut. Komm mal her. Ah, das waren leider zwei. Irgendwie vor, die sind immer noch zu stark für uns. Es geht.
Ja, wobei. Vom Schaden her machen wir ganz guten Damage. Oh shit, er hat mich geparried. Okay, gut zu wissen, dass die Gegner das auch können. Au. Hm, okay, die sind mittlerweile gut tötbar. Will mir das Spieler damit sagen, hey, hier kannst du hingehen. Problem ist, die bleiben halt nicht tot. So wie ich das verstanden habe. Jetzt hat random übrigens, genau. Hey, war hier so ein armes Schwein wie ich, was einfach random in so ein scheiß Skelett gerannt ist? Da gehe ich nicht hin. Ich meine, ich gucke mich dann gern mal hier ein bisschen um jetzt erstmal, weil ich jetzt scheinbar... Okay, bleibt er doch tot? Ich weiß es nicht. Vielleicht nur kurzzeitig oder so. Oh shit. Hihi. Limp007, ich danke dir vielmals für deinen Sub. Herzlich willkommen bei den Glücksauer Knilzen. Dankeschön. Ich hoffe, du genießt den Auer Stream. So, okay, also, die Gegner sind für mich besiegbar. Das heißt, ich kann hier ruhig mal lang gehen. Und das sind auf einmal 4 Stück. Und ein Riesenskelett. Vielleicht sollte ich hier doch nicht lang gehen. Warte mal, ich benutze mal das hier. Nee, warte, was war das nochmal? Das hier, genau. Uiuiui. Toll, natürlich habe ich genau nur den getroffen, der da ganz hinten ist. Au. Wo ist der? Hier. Ganz spontan bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob ich hier hingehen soll. Danke, Rabe. Danke. Junge! Ganz, ganz schlechter Kampfspot hier. So, weg. Aua. Komm mal runter hier. Komm mal runter, Dude. Fuck, er tötet mich. Vor allem ist meine Zombie-Anzeige oder was auch immer das. Was auch immer das steht. Oh, Junge. Gib dir mir heftig eine. Ich bleib aber dabei. Die sind eigentlich relativ einfach zu besiegen. Also, die kleinen jedenfalls. Bei dem großen weiß ich noch nicht so ganz. Aber dadurch, dass das so viele sind, ist das leider nicht ganz so einfach. Boah, habt ihr den. Junge, der Rabe, ne? So, mal erstmal den kleinen Pisser hier weg. Kannst du die anvisieren? So, jetzt kann ich mich um den Big Boy da hinten kümmern. Nein, tritt mich nicht! Oh! Das sah schmerzhaft aus, Mann. Au. Oh Gott, ey. Okay, und da bauen sich... jetzt bin ich zu nah an denen dran gegangen. Feeds bad, man. Aber es ist interessant, dass die jetzt so zerfallen, weil beim ersten Mal, weiß ich noch, da war das nicht so, als ich hier war. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Problem ist, jetzt habe ich die zwar alle gekillt. Gekillt in Anführungsstrichen. Aber, ja.
Jetzt bin ich auch, habe ich fast keine Heiltränke mehr. Ich werde trotzdem weiter nach da unten gehen. Um Max zu gucken. Ich war ja einmal schon kurz da unten, aber bin einfach nur in irgendwelche Gegner geraten, die ich kaum kaputt hauen konnte. Zwei Händer. Muss immer einer an. Alter, die ist mächtig. 130, so von Natura aus, not bad. So, sorry, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr auf euch gucken, das war gerade ziemlich intens. Fernglas, aha. Ob ich noch Pokémon-Turniere mache? Irgendwann bestimmt mal wieder. Fernglas ist ausgerüstet. Ja. Also in die Richtung habe ich aber gerade eigentlich nicht geguckt. So, kann ich irgendwie zoomen oder so? Das ist ein ganz klassisches Fernglas. Interessant. Interesting. Zweihänder PogChamp! Wo bin ich denn weitergerannt? Habe ich den Überblick verloren gerade. Irgendwo war noch eine Höhle. Das weiß ich noch. Bis hier? Och nö. Ich frage jetzt einfach mal, spawnen die Dicken hier auch nach? Oder sind das so wie diese anderen großen Rittgegner? Oh ja, läuft man. Ja, die spawnen auch nach. Oh shit, Mann. Ich bin gerade verwirrt. Wo ist der Eingang zu der Höhle? Ich weiß, dass hier einer war. Ich war da nämlich schon drin und bin heftig abgeschlachtet worden. Junge. So. Das Gefühl, wenn du versuchst zu blocken, auszurollen, aber immer in den Angriff reinrollst. Naja, gut, okay. Wo war die Höhle? Ich bin da schon gewesen. Weiß ich. Ich werde da nochmal hingehen. Meine Neugier ist zu groß. Und ich kann mal gucken, ob es vielleicht irgendwie einen Schleichpfad oder so gibt, wo ich nicht alle diese Skelette trigger. Wo war die Höhle? Ich gönne mir jetzt erstmal wieder meine Seelen und verpiss mich dann. So. Tschüss, ihr Lutscher. Welche Bosse haben wir schon? Also letztes haben wir diesen Glocken... Den Glockentypen besiegt. Hä? Kommen die doch hier hoch? Ich dachte, die kommen hier nicht hoch. Junge, dieser Rabe, ne? Na gut, dann komm her. Komm. Krieg ich beide. Nein! Scheiße! Ah, ich lass mich kombon. Nur voll der Opfer. So. Ich war beim Baum links. Beim Baum links. Welchen Baum? Wir sind ganz schön viele. Ah, hier kann sie gewesen sein. Ich glaube, die war auch hier. Oder auch nicht. Hä? Ich renne jetzt einfach mal, auch wenn da Gegner hinter mir sind. Vielleicht renne ich auch nicht, weil ich... Shit. Das ist ein sehr ungünstiger Kampf zum Spot zum Kämpfen.
Ja, hier komme ich nicht mehr weg. Scheiße. Beziehungsweise hier komme ich weg, aber hier werden die mich gleich runterschubsen. Okay, der war schon tot. Ja, das andere Staglet ist runtergefallen. Komme ich da vorbei? Hier? Ich glaube, das sieht richtig aus. Ja, hier war die Höhle. Okay. Dieses Isengestöhne. Oh. Ist echt so. Ich mag unseren Gargoyle-Helm. Sagt unsere Trophäe jetzt für unseren heutigen Stream-Erfolg. So, die Katakomben. Keine Ahnung, ob ich hier hin soll. Hi. Okay, die haben der hat den quasi one-hitted. Irgendwas sagt mir, ich soll hier nicht hin. Let's try. Wow! Hab mich erschrocken gerade. Ich habe kurz so einen Chat geworfen, auf steht da ein Skelett wieder. Okay, so viel dazu. Das heißt, die scheinen nur hier unten wieder auf. Der hat keine Lebensanzeige. Doch hat er. Alter, habe ich mich erschrocken gerade. Steht der instant wieder auf. Okay, aber egal. Wir sind hier, um das zu testen. Jetzt werden wir testen. Oh Gott. Vielleicht sollte ich mich einfach... Junge, Junge, Junge. Die sind echt... Das sind echt richtige Jumpscare-Viecher. Komm, wieder beide auf einmal. Ja, Hellbarden-OP. Also immerhin, die Skelette selbst sind kein Problem mehr. Problem ist, glaube ich, eher, dass die sofort wieder aufstehen, ja. Das liegt aber wahrscheinlich einfach an dem Ort hier. Ja, und da steht der nächste schon wieder auf. Oh, ja, 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 alles klar. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will da doch nicht hin. Irgendwie will ich da doch nicht hin. Auch wenn die Skelette selbst jetzt kein Problem mehr sind, allerdings, dass sie dadurch unten unendlich nachspawnen. Ich will aber jetzt nochmal, bevor ich zurück in den Wald gehe, ich glaube, ich habe vorhin schon gelesen, dass ich eigentlich jetzt zu der Motte soll. Ich will doch mal gucken, ob ich die Geister jetzt vielleicht besiegen kann, die hier unten sind. Kennen wir uns? Hello. I don't think we've met. I am Knight Lautrec of Carrie. We're both undead. Perhaps we can help one another. Also sowieso allgemein gibt es keinen richtigen oder falschen Dark Souls. Ja, also das habe ich auch schon gemerkt. Ist ja sehr open alles. Aber wenn ich sage quasi, hier sollen wir nur nicht hin, meine ich damit eher im Sinne von, ich fühle mich stark genug dafür, so quasi. What business do you have? If you have none, then stay silent. Entschuldigung. Oh, mein Arsch, Leute. Ich weiß, das wollt ihr nicht hören, aber mein Arsch schmerzt. Wir sind also fast 5 Stunden schon dran, Alter. Das kommt mir definitiv nicht so vor. Ganz ehrlich. Okay, mehr sagt er nicht. Wisst ihr, bei welchem Spiel es das letzte Mal war, dass ich nicht gemerkt habe, wie schnell die Zeit vergeht? Ich wollte gerade sagen, in dem Moment gerade, als ich die gesehen habe, warte mal, hat die nicht irgendwas von Feuer gelabert? Ja. Ist der jetzt verstärkt? The Witcher, richtig. Bei Witcher ist mir das nicht vorgekommen, wie lange wir schon spielen. Also habe ich jetzt das Zeug verstärkt? Bei den 5 Stunden waren 2 die Gargoyles, ist leider echt so. Keine Antwort, sie kann nicht sprechen. Ja, ich erinnere mich.
Bitte sag mir, dass das richtig war, was ich gerade gemacht habe. Dort steht Estus Flakon plus 1. Geil. So glücklich gerade, Herzchen. Ach, Selax, warum bist du denn glücklich? Also, es freut mich, aber was macht dich denn so glücklich? Ey, jawoll. Ich wusste, dass es gut war, nochmal hier hinzugehen. Ich wusste es. So, wir gehen jetzt trotzdem nochmal hier runter. Werden wahrscheinlich den Arsch versohlt kriegen und dann weine ich wieder. Aber egal, dann wissen wir wenigstens Bescheid. Man kann in Dark Souls quasi nichts falsch machen. So ist Intuition for the win. Denk an den Aufzug. Bin immer heftig an Struggle, wenn es um Empfehlungen geht. Ach, Selax, ich glaube, du kannst mich spielerisch ganz gut einschätzen. Das war das Richtigste, was du damit hättest anfangen können. Das ist sehr gut zu wissen. Ich bin gerade richtig... Weißt du, guck mal, selbst das jetzt, selbst dieses kleine Ding, ne? Mit dem, dass wir die Feuerhüter und Seele da jetzt benutzt haben, macht mich gerade mega happy. So. Ich wollte mich hier jetzt umgucken, ne? Ne? Sag ich, ja, wollte ich. So, die machen, glaube ich, nichts. Und wenn doch, dann habe ich halt gleich ein Problem. Schuck auf. Sorry. Hast du die anderen Dark Souls auch gespielt oder startet ihr der Reihe im ersten Teil? Ich habe die anderen nicht gespielt. Ich habe mir aber tatsächlich mal Bloodborne gekauft. Gestern tatsächlich, weil ich halt gerne... Also ich weiß, das ist so wesentlich leichter und irgendwie auch ein bisschen anders oder so, aber es wird, ist ja von denselben Entwicklern oder so. Und da ich Dark Souls natürlich nicht privat weiterspiele und nicht irgendwas privat spielen wollte, habe ich mir das mal gegönnt. Damit ich das demnächst auch mal anfangen kann. Was war das nochmal hinten? Bloodborne ist nicht leichter. Jo, gut, dann. Jedenfalls wollte ich das privat spielen. Also, wahrscheinlich nicht im Stream, Leute. Tut mir leid. Dark Souls machen wir im Stream. So, Hallöchen. Mir ging es so darum, ich wollte ein anderes Spiel, ein ähnliches Spiel auch noch privat suchten können. Und da Dark Souls da logischerweise nicht in Frage kommt, war das die logische Alternative. Alter, wie die mir geben. Ich glaube, ich will doch noch nicht hier hin, wenn ich mir das so angucke. Oh, wie es mich komplett heilt jetzt. Geil. Oh, ich mache gar keinen Schaden ohne dieses magische Zeug. Ich gehe trotzdem weiter. Dann verrecke ich halt gleich elendig. Ich halte mir das mal bereit. Dark Souls 1 ist der leichteste. Also mir wurde beim letzten Stream versichert, dass es mit Abstand der schwerste sei. Bin auf die falsche Taste gekommen. Na gut, dann scheißen wir jetzt auf die 2000 Seelen. Alter, wie die aussehen, ne? Soll ich denn echt schon in den Wald gehen? Ich bin ehrlich gesagt verwirrt darüber. Weil ich nicht weiß, wie ich die Motte platt machen soll. Naja, zwei ist der leichteste, dann weit, dahinter aber nah beieinander 3 und 1. Okay. Ja, whatever. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur auf euer Urteil vertrauen. Ich glaube, dann gehe ich wohl doch wieder zurück in den Wald. Schade. Ich dachte, ich komme jetzt hier vielleicht noch ein bisschen weiter. Also, ich weiß, potenziell könnte ich das natürlich, aber ich möchte mich doch lieber erstmal an die Gebiete halten, bei denen ich mich ein bisschen... Warte mal. Nee, hier gab es aber einen kürzeren Weg. Hier gab es einen kürzeren Weg. Hier war das. Wobei, warte mal. Der Typ hier hat uns doch irgendwie gesagt, was... Wollen wir mich bis hierhin? Ernsthaft? Der Typ, der da sitzt, hat mir doch gesagt, ich soll zwei Sachen machen.
Und ich glaube, diese Glocke war eins von den Dingern, oder? Weil dann können wir ihm ja jetzt sagen, ey, guck mal, Dude, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht überhaupt, der hat gesagt, wir sollen zwei Sachen machen. Oh, tatsächlich. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, yes. Do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Schade. Ich glaube, der sagt vielleicht noch mehr. Don't you ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. How did that silly sorcerer's apprentice end up? You know, the one always prattling on about Master Logan. He left. Oh, ein Destroyer. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Serves him right. If even old Big Hat can't make it out there, what chance does he have? I hope he enjoys his new life as a hollow. Hmm? What now? I'm not up for chatting. Das kennen wir. Leave me alone. So, dann gehen wir wohl doch wieder zurück in den Wald. Also, wir wissen eigentlich schon, wo ein nächster Boss ist, diese Motte halt. Aber ganz ehrlich, ich kann nicht absehen, wie wir die schlagen sollen. Pfeil und Bogen im Zweifelsfall. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo die war, ehrlich gesagt. Ich würde da nochmal hingehen. Und dann auch das Leuchtfeuer beim Schmied, die Tür im Wald. Die haben wir schon geöffnet, aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass die Gegner wieder noch zu mächtig sind. Ach, hier bin ich jetzt, genau. Dass die Gegner wieder noch ein bisschen zu heftig da sind. Ich finde es klasse, dass es heute einen langen Stream gibt. Also seit unserem... Also der kürzeste Stream seit unserer Reunion, hätte ich fast gesagt. Seit unserem Neubeginn ging 4,5 Stunden. Kann man noch so besiegen, ist nur nervig. Okay. Naja, ich gehe da mal hin, weil ich habe keinen anderen Anhaltspunkt gerade, ehrlich gesagt, als die Motte. Und trotzdem hat sich gelohnt, zurückzugehen, denn wir haben Estus plus 1. Was will ich eigentlich mehr? So, der Typ hier bleibt ja wohl tot scheinbar, weil das irgendwie ein krasserer Gegner ist. Also, dass ich das richtig verstehe, es gibt so Elite-Gegner oder wie auch immer man das nennt, wie der Typ hier zum Beispiel oder diese schwarzen Ritter, die bleiben für immer tot, oder wie? So, nur muss ich jetzt echt erstmal wieder den Weg zu der Motte finden. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, ob ich das noch im Kopf habe. Richtig, alles klar. Merkt ihr übrigens, wie ich von dem Claymore auf die Hellbarde umgestiegen bin, weil ich die halt so heftig gebufft habe jetzt wegen den Gargoyles. Jetzt benutze ich nur noch die. Die ganze Zeit Angst, dass ich runterfalle. Ich weiß übrigens noch nicht, immer noch nicht, wie ich da hochkomme durch so einen anderen Tunnel, da ich sehe es gerade. So. Zweimal gepiekst. Sui, du bist heftig. Alter, danke. Ich weiß zwar nicht warum, aber das nehme ich einfach mal so an. So, da hinten ist das Tor, was wir geöffnet haben, neu.
Aber da gehe ich noch nicht hin. Aber immerhin haben wir es jetzt schon mal geöffnet. Wenn ich die Seelen jetzt theoretisch anders hätte verwerten können. Naja.